Ich freue mich, dass das Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft gegründet wird. Ich möchte ein bisschen reden über die Aktualität des Ansatzes der Kritik der politischen Ökonomie, die mit der Beschäftigung mit Marx zu tun hat. Was Sie hier sehen, also was ihr hier seht, ist die Anzahl der durchschnittlichen Erwähnungen in verschiedenen Zeiträumen von Marx in den Titeln von wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln. Da sieht man, das ist durchschnittlich pro Jahr. In den 70er, 80er Jahren war das höher, dann ist es ziemlich stark zurückgegangen irgendwie, was mit Aufstieg von Neoliberalismus einerseits, postmodernem Denken und vielen anderen Faktoren zu tun hat. Und seit 2010 gibt es wieder ansteigendes Interesse an Marx, ja? Was meiner Meinung nach dazu zu tun hat mit der Krise. Ja? Also Marx ist wieder sehr aktuell. Und ich habe jetzt einige Punkte herausgegriffen, das ist unvollständig, warum Marx heute für eine Krikowi interessant sein kann. Ja? Marx war selber kritischer Journalist und ein kritischer Intellektueller, hat zum Beispiel ganz früh über die Pressefreiheit geschrieben, wo er allerdings nicht, hat einerseits staatliche Zensur der Presse kritisiert, andererseits aber auch die Konzernkontrolle der Medien und hat davon geschrieben, dass die erste Freiheit der Presse darin besteht, kein Gewerbe zu sein. Wie sieht es heute aus? Im digitalen Kapitalismus gibt es neue Monopolisierungstendenzen. Google hat ein Monopol im Bereich der Suchmaschinen, Facebook im Bereich der sozialen Netzwerke, Amazon im Onlinehandel und so weiter. Das heißt, es geht darum, zu verstehen mit politischer Ökonomie, wie funktionieren diese Monopole heute? Die funktionieren anders irgendwie als vor 150 Jahren. Es sind aber immer noch Monopole, die aus Kapitalstrukturen erwachsen. Der erste Satz des Kapital, Band 1, das in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen feiert, nächstes Jahr 200. Geburtstag von Marx, beginnt mit dem Satz, dass der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, die einzelne Ware ist. Also die Ware ist die Elementarform der Analyse der politischen Ökonomie. Im digitalen Kapitalismus ist es zum Beispiel, ist Big Data die Ware und das Kapitalakkumulationsmodell ist personalisierte Werbung. Ja, und Werbung lagert sich um von Print zu Online. Die Datenware ist aber was anderes als die Publikumsware in traditioneller Werbung, von der Dallas Smith gesprochen hat. Da gibt es nämlich konstante Überwachung in Echtzeit. Man braucht gar keine Publikumsstudien, sondern es findet eine Überwachung der Totalität der Nutzeraktivitäten da. Der Werbehandel wird algorithmisch betrieben und dann wird dadurch Personalisierung möglich. Marx spricht von Klassenverhältnissen, von Ausbeutung der Arbeit und vom Mehrwert. Zum Beispiel bezeichnet er die Arbeiterschaft als eine Maschine zur Produktion von Mehrwert. Die Theorie des Mehrwerts ist weiterentwickelt worden, zum Beispiel durch den sozialistischen und marxistischen Feminismus, durch den autonomen Marxismus und andere Ansätze, die auch die unbezahlte Arbeit oder Teile davon als mehrwertschöpfend erachten. Seit circa 2009 gibt es eine Diskussion darüber, was ist digitale Arbeit und wie funktioniert dort die Wertschöpfung. Ja? Also im Prinzip geht es bei digitaler Arbeit darum, digitale Medien, die haben eine Wertschöpfungskette, welche Formen der Arbeit gibt es da und welche unterschiedlichen Ausbeutungsformen. Ja? Und es beginnt damit, unsere Computer, unsere Handys sind aus Rohstoffen gebaut. Ja? Und diese Rohstoffe werden teilweise von Sklaven in Afrika unter sklavenförmigen Arbeitsbedingungen extrahiert. Dann werden Bestandteile zusammengebaut, zum Beispiel, also alle Computer werden eigentlich und auch Handys werden in China montiert irgendwie. Ja? Zum Beispiel bei Foxconn, wo es ganz schlimme Arbeitsbedingungen gibt, wo sehr viele junge Leute eigentlich unter fordistischen Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden. Dann gibt es Software-Ingenieure, wie zum Beispiel die Google-Software-Ingenieure, ja, da gibt es den Begriff Play-Labor, Spielarbeit. Ja, also so ein Arbeitsplatz bei Google schaut eigentlich aus wie ein Spielplatz. Und das sagt uns was darüber, wie Informationsarbeit sich verändert hat. Dann gibt es auch es gibt eine internationale digitale Arbeitsteilung. Zum Beispiel wird der zweitgrößte weltweite Exporteur von Software ist Indien. Dort werden allerdings im Weltmaßstab gesehen sehr niedrige Löhne bezahlt. Dann gibt es unbezahlte Nutzerarbeit und andererseits Arbeit, die aufbaut auf dem Internet, also Online-Arbeit wie Crowdsourcing, Online-Freelancing und so weiter. Und für all das hat meiner Meinung nach kritische politische Ökonomie ein Instrumentarium, das wir anpassen können ans 21. Jahrhundert.
Marx hat auch sehr viel, schon damals im 19. Jahrhundert, von der Globalisierung des Kapitals gesprochen. Ja? Also er geht davon aus, dass das Kapital einerseits eine immanente Krisentendenz hat, andererseits auch eine Globalisierungstendenz. Ja? Darum kann man sich auch die Frage stellen, wenn wir von digitalen oder kommunikativen Kapitalismus sprechen, wie global ist der irgendwie? Und da gibt es viele Diskussionen darüber. Manche sagen, transnationale Konzerne spielen da eine ganz große Rolle. Andere sagen, Medien sind eigentlich viel mehr nationalstaatlich organisiert. Das ist eine empirische Fragestellung, meiner Meinung nach. Ja. Und da gibt es etwas, einen empirischen Indikator, den man verwenden kann, den sogenannten Transnationalitätsindex. Da wird berechnet für bestimmte transnationale Konzerne der Durchschnitt von ausländischem Kapitalanlagevermögen, durchschnittlicher Umsatz, der im Ausland gemacht wird, und durchschnittlicher Prozentsatz der ausländischen Beschäftigung eines Konzerns. Also man unterscheidet zwischen dem Stammland, wo der Hauptsitz ist, und allen anderen globalen Aktivitäten. Wenn man sich das für verschiedene Jahre ansieht und die Bereiche Information, digitales Informationssektor herausnimmt, für alle transnationalen Konzerne, dann sieht man, dass dieser Transnationalitätsindex für den Informations-, Medien-, digitalen Sektor so circa 60-65% beträgt. Daraus können wir schlussfolgern, dass kommunikativer Kapitalismus ist einerseits signifikant, wie er operiert, global, andererseits spielen aber auch die Stammzentralen in einzelnen Nationalstaaten eine signifikante Rolle. Also weder global noch national, sondern beides gemeinsam und ineinander. Marx hat auch in den Grundrissen verwendet er den Begriff des General Intellect irgendwie. Ja? Das ist aufgegriffen worden im autonomen Marxismus. Aber was er damit eigentlich vorhergesehen hat, ist, er hat gesagt, die Produktivkräfte, die Technologien entwickeln sich immer weiter. Ja? Also Kapitalismus muss Produktivität erhöhen, um zu existieren zu können. Durch Technikbasierung wird aber auch die Wissen in der Ökonomie und in der Gesellschaft wichtiger werden. Ja? Sie hat schon die Entstehung eines Informationskapitalismus eigentlich vorhergesehen. Ich verwende Begriffe wie kommunikativer Kapitalismus, Informationskapitalismus, digitaler Kapitalismus. Eine wichtige Frage ist da analytisch, in welchem Kapitalismus leben wir eigentlich? Es gibt eine Liste der Welt der größten 2000 transnationalen Konzerne. Und wenn man sich die Profite, das kann man empirisch machen, ja, die Konzerne ordnen nach Wirtschaftssektoren und dann die Profite, den Anteil am Gesamtprofit dieser 2000 Konzerne, ja, kann man dann aufteilen nach Sektoren. Dann ist einerseits finden sich dann ca. 34% der Profite im Finanzsektor, im Informations-, Medien-, digitalen Sektor ca. 17%, in dem, was ich Mobilitätsindustrien nennen würde, ja, da gehört irgendwie Autoindustrie dazu und so weiter, ca. 19% und in der klassischen verarbeitenden Industrie auch ca. 19%. Meine Schlussfolgerung daraus ist, wir leben nicht einfach im kommunikativen und digitalen Kapitalismus, sondern es gibt Kapitalismen, die alle einen Kapitalismus formen. Also wir leben gleichzeitig im Finanzkapitalismus, im kommunikativen Kapitalismus, im Mobilitätskapitalismus, im hyperindustriellen Kapitalismus. Und diese Dimensionen greifen ineinander. Also Konzerne wie Google, Facebook und so weiter, wie die entstehen, ist durch Finanzkapitalinvestitionen, sogenanntes Venture Capital. Ja, was ein Beispiel dafür ist, dass Finanzkapital da eine Rolle spielt. Sie sind auch börsennotiert irgendwie. Ja? Also das heißt, diese Dimensionen greifen aufeinander. Marx ist auch interessant als Technik und kritischer Technik- und Mediensoziologe. Kapitel 13 im Kapital, Band 1, ist eine klassische Techniksoziologie, wo es ist das längste Kapitel im Kapitalband 1, ca. 200 Seiten, wo er die Rolle der Technik im Kapitalismus analysiert. In diesem ersten Vorentwurf, Rohentwurf des Kapitals, den Grundrissen, schreibt er Kommunikationssysteme, worin jeder Einzelne sich Auskunft über die Tätigkeit aller anderen verschafft und Verhältnisse und Verbindungen hergestellt werden. Ja, was eigentlich klingt wie das Internet heute. Ja. Darum meinen manche Leute, dass Karl Marx eigentlich der wahre Erfinder des Internets war, ja, zumindest konzeptionell, aber man konnte das Internet damals 1857, 58 noch nicht bauen. Ja, aber er hat sozusagen über Kommunikationssysteme sehr antizipierend nachgedacht. Es gibt auch Beiträge zur Kommunikationstheorie von Marx. Also Marx sieht einen Zusammenhang von Kommunikation,
Gemeinschaft, Gemeingütern und Kommunismus. Ja, und sagt zum Beispiel, Sprache ja, oder Kommunikation sind nicht das Produkt eines einzelnen Individuums, ja, sind immer das Produkt eines Gemeinwesens. Also er weist auf den gesellschaftlichen Charakter der Sprache hin und in der Linguistik hat sich auch eine marxistische Tradition entwickelt. Die Frage ist für Kommunikationstheorie, wie könnte eine marxistische Kommunikationstheorie heute aussehen? Das ist eines der Dinge, woran ich auch arbeite. Marx hat Ideologie kritisiert, also er hat vom Fetischcharakter der Waren gesprochen. Darunter versteht er, dem Fetischcharakter der Waren, dass bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse der Menschen selbst die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annehmen. Ja. Was er damit meint, klingt sehr kompliziert, ist, wenn wir Geld oder irgendwelche Waren sehen irgendwie, dann sind es Dinge. Wir sehen aber nicht, wie die Produktionsbedingungen dahinter aussehen. Ja. Also, wir trinken irgendwie Wein, wir sehen aber nicht dahinter die Arbeitsverhältnisse, unter denen der Wein produziert wird. Ja? Und genauso funktioniert auch Ideologie, ja? Weil Ideologie, also es erscheint dadurch irgendwie, es entsteht dadurch der Eindruck, dass Waren einen natürlichen Charakter haben irgendwie. Wir sehen nicht das Gesellschaftliche daran. Ideologie funktioniert genauso, ist eine Form der Fetischierung. Sie versucht, Herrschaft zu naturalisieren und zu normalisieren. Verschiedene Leute in kritischen Ideologientheorie sprechen auch von einem politischen Fetischismus, davon, dass Ideologie in der Politik von den systematischen Widersprüchen des Kapitalismus ablenkt und dadurch Naturalisierungsstrategien verwendet. Ich habe da ein Beispiel herausgegriffen. AfD-Politikerin Alice Weidel hat zum Beispiel getweetet, Merkels Flüchtlingspolitik zerstört den Sozialstaat. Das ist politischer Fetischismus, ja, weil sozusagen, wodurch wird der Sozialstaat zerstört? Durch gesellschaftliche Verhältnisse irgendwie, ja, die man auch gemeinhin als Neoliberalismus bezeichnet. Jetzt wird aber eine Sündenbockpolitik hier gefahren. Flüchtlinge werden zum Fetischobjekt gemacht irgendwie, ja, und werden als Ursache hier erklärt. Marx hat was Ähnliches 1870 beschrieben, ja, also wo er nationalistische Ideologien kritisiert hat. Marx hat nämlich sehr viel auch über Nationalismus, den Staat und so weiter zu sagen und hat da das Verhältnis von englischen und irischen Arbeitern beschrieben. Also Irland war damals irgendwie so eine britische Kolonie hat darauf hingewiesen, dass es dabei nationale Vorurteile gibt, ja, der englischen Arbeiter gegenüber den irischen Arbeitern. Also es ist gesagt worden, die nehmen uns unsere Jobs weg, drücken die Löhne und so weiter. Er hat auch gesagt, Nationalismus als ein Antagonismus wird künstlich wachgehalten und gesteigert durch die Presse. Das sehen wir auch heute irgendwie, ja, Boulevardmedien, die gegen Flüchtlinge schimpfen und so weiter, ja. Ich komme aus Österreich, da gibt es die Kronenzeitung, ja, die hat jeden Tag eine Titelseite irgendwie über kriminelle Flüchtlinge und so weiter. Genau das ist politischer Fetischismus irgendwie. Komme darauf nochmal zurück. Bei Marx geht es auch um gesellschaftliche Kämpfe und Klassenkämpfe. Ja. Die Frage, die heute interessant ist, ist, welche Rolle spielen Kommunikationstechnologien in realen gesellschaftlichen Kämpfen, wie zum Beispiel 2011, Rebellionen im Mittleren Osten, Ägypten und so weiter, Occupy-Bewegungen und so weiter. Ich habe da eine empirische dazu gemacht, um herauszufinden, die sozialen Medien, die da benutzt werden, ja, spielen die eine dominante Rolle? Wie kommunizieren Protestierende? Das hat sich dann irgendwie gezeigt, empirisch, ja, dass einerseits Face-to-Face-Kommunikation eine Rolle spielt, andererseits digitale Kommunikation und beides verstärkt sich auch wechselseitig. Bei Marx geht es auch um demokratische Alternativen zum Kapitalismus und zur Kapitalakkumulation. Manfred Knoche hat das ja schon angesprochen. Eine ganz praktische Aufgabe ist, sich die Frage zu stellen, wie können radikale Reformen aussehen? Ja? Ich habe da zum Beispiel eine Idee einer partizipativen Mediengebühr, wo man Konzerne besteuert und dann durch partizipatives Budgeting das an die Bürger umverteilt, ja, einen gewissen Betrag, vielleicht 100 Euro pro Haushalt pro Jahr, der dann gespendet wird von den Bürgern und Bürgerinnen an nicht kommerzielle, nicht profitorientierte Medienprojekte, die man selber auswählen kann dann. Ja. Allerdings spendet man nicht an Springer und die Bild-Zeitung, das geht nicht, weil die haben schon genug Geld irgendwie. Und das wäre meiner Meinung nach ein radikaler Reformismus. Ich habe auch darüber nachgedacht in einer Studie, wie könnte man Werbesteuer ausweiten auf Konzerne wie Google und Facebook. Werbung verlagert sich ja dorthin in den Online-Bereich, ist aber sehr schwierig, das zu besteuern. Ja. Das heißt, darüber muss man aber auch nachdenken.
Zweiter Teil, ich möchte was sagen zu dieser Debatte in der Publizistik. Ja, so sehr schön, die Publizistik hat mich eingeladen, einen Beitrag über Marx und Kommunikation zu schreiben. Habe ich gemacht. Es kamen dann Antworten von Armin Scholl und Frank Lobix. Armin Scholl, das ist sehr lesenswert, beide Antworten sind sehr lesenswert, ja, sagt, marxistische Kommunikationstheorie hat heute Stringenz und Erklärungskraft und stellt materielle Fragen in den Mittelpunkt. Ja. Dem stimme ich zu, da möchte ich gar nichts weiter hinzufügen. Frank Lobix hat zwei wesentliche Argumente. Er sagt, Marxisten wie Fuchs, mein Beitrag ignoriert die Kategorie der Totalität. Allerdings braucht eine marxistische politische Ökonomie den Totalitätsanspruch, sonst ist sie nicht marxistisch. Macht man aber den Totalitätsanspruch in der Theorie, dann ist es totalitär. Jetzt glaube ich, dass hier mehrere Dinge schieflaufen irgendwie. Einerseits baut es auf einer bürgerlichen Totalitarismus-Theorie auf, die davon ausgeht, dass Totalitätsdenken grundsätzlich totalitär ist. Es werden hier auch nur Staatssysteme als totalitär angesehen. Man übersieht aber den Totalitarismus des Kapitalismus, ja, in mehrerer Hinsicht. Kapitalistische Organisationsformen sind nicht demokratisch. Demokratie gibt es in der Politik. Demokratie hört aber hinter den Türen der Fabriken und der Büros auf. Kapitalismus hat auch eine imperialistische Tendenz, also er ist selber eine Totalität, ja, und will sich auch immer mehr ausweiten. Und der Kapitalismus hat ein Faschismuspotenzial. Ja. Also es gibt sozusagen eine negative Dialektik der Aufklärung, in der Kapitalismus in Faschismus umschlagen kann. Das ist auch ein undialektischer Totalitätsbegriff, von dem Lobig hier spricht, ja, weil wie man Totalität mit Hegel verstehen kann, ist, es gibt Hegel spricht von einer Dialektik von Moment und Totalität. Das Moment, das sind die Teile, die sind immer Teil einer größeren Totalität. Aber jede Totalität ist wieder ein Moment einer anderen Totalität. Ja? Das heißt, es ist eigentlich der marxistische Totalitätsbegriff ist offen und dynamisch. Totalitäten sind niemals abgeschlossen. Ja? Also Marx und Hegel stellen sich das irgendwie so vor. Ja? Es gibt ein Phänomen, das interagiert immer mit anderen Phänomenen. Führt dann zur Produktion von etwas Neuem, ja, und das ist aber niemals abgeschlossen, sondern das geht immer weiter. Ja, das ist Dialektik. Ja, Dialektik bedeutet die Produktion von Neuem und das ist ein dynamischer Prozess. Genauso verhält es sich mit der Kommunikation. Aber bei der Kommunikation treten menschliche Akteure miteinander in Kommunikation und produzieren und reproduzieren Strukturen, soziale Systeme, Sozialität und Gesellschaftlichkeit, die dann wiederum in neue Kommunikationsprozesse eingehen. Ja, also Kommunikation ist ein dialektischer Produktionsprozess und das ist alles offen. Ja. Schlussendlich bedeutet das, dass für Marx alles, was existiert, und das können wir von Marx lernen, ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Ja. Und die Frage und Kommunikation ist meiner Meinung nach der Produktionsprozess dieser gesellschaftlichen Verhältnis. Das zweite Argument ist, Marxismus ist schlechte Empirie und ist eine Bestätigungsforschung, baut immer schon die Antworten in die Forschungsfragen ein. Er argumentiert sozusagen für eine wertfreie Wissenschaft. Ja. Das übersieht aber, dass jede Forschungsfrage, die wir stellen, schon politische Interessen durch Interessen geprägt ist. Warum stellen wir eine gewisse Forschungsfrage? Ja? Das kommt nicht von. Es hat Gründe. Ja? Bewusstsein ist nicht programmiert, sondern ist relativ offen. Was marxistische Kommunikationsforschung macht, ist, dass sie auf Basis kritischer Theorie empirische Fragen über Kommunikation, Bewusstsein und Erfahrung im Kontext kapitalistischer und herrschaftsförmiger Vergesellschaftung macht. Ja, also empirische Forschung sieht sich die Bewusstseinszustände und die Erfahrungen der Menschen an irgendwie. Ja. Es ist keine Bestätigungsforschung, weil wir das nicht vorhersagen können, wie das Bewusstsein und die Erfahrungen der Menschen aussehen. Darum müssen wir lernen, aber natürlich kritische Theorie hat irgendwie ein Emanzipationspotenzial aus, will daraus lernen, um Schlussfolgerungen für politische Kämpfe zu ziehen. Ich möchte was ganz Konkretes machen. Ich habe ein Buch geschrieben über Donald Trump. Das erscheint im Februar auf Englisch, nächstes Jahr wahrscheinlich auch auf Deutsch. Und das ist irgendwie eine empirische Anwendung marxistischer Theorie auf das Phänomen Donald Trump und wie Donald Trump Twitter verwendet. In Bezug auf kritische Theorie verwende ich dabei kritische Theorien des Autoritarismus, geht teilweise auf die Frankfurter Schule zurück, aber eher auf unbekannte Autoren wie Franz Neumann und andere. Aber im Prinzip kann man sagen, rechter Autoritarismus hat meiner Meinung nach vier Charakteristika. Einerseits autoritäre Führungsstrukturen und Ansprüche, zweitens Nationalismus, drittens die Verwendung des Freund-Feind-Schemas und viertens Patriarchat und Militarismus. Ja, also man will gegen Gegner irgendwie vorgehen.
Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe es mir das wirklich angetan und habe alle über 200 Folgen von The Apprentice mit Donald Trump mir angesehen. Ja. Schlimm irgendwie, aber ja, was macht der empirische Forscher nicht alles, um interessante Ergebnisse zu produzieren? Und ich habe mir diese Eliminierungsszenen angesehen, ja, bei über 200 Folgen, und wie Donald Trump das begründet, dass er jetzt gewisse Kandidaten, die erfolgreiche Unternehmer werden wollen, eliminiert. Und die hauptsächliche Begründung ist kurz gefasst, er sagt, du hast keine Führungsqualitäten, ja, und deine Leistung war armselig, du bist kein Kämpfer, ja, du bist kein Teamplayer, ja, und so weiter. Im Prinzip ist sozusagen dieses The Apprentice ein Ausdruck neoliberaler Subjektivität. Es geht dabei um Individualismus, Solidarität wird entmutigt, es gibt possessiven Individualismus, das Überleben des Stärksten und so weiter. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt eines Tweets von Donald Trump. The American worker built the foundation for the country we love and have today. But the American worker is getting crushed. Bad trade deals like NAFTA and TPP, such high and inexcusable taxes and fees on small businesses that employ so many good people. This Labor Day, let's honor our American workers, the men and women who proudly keep America working. They are the absolute best anywhere in the world. There's nobody like them. I'm ready to make America work again and to make America great again. That's what we're going to do. Das Interessante ist irgendwie, dass die amerikanische Arbeiterklasse für einen Multimilliardär wählt, wie Donald Trump. Ja. Was er macht in seinem politischen Diskurs ist, er beschwört das mythische Kollektiv der US-Amerikaner und stellt es als ein vereinheitliches Interesse von Kapital und Arbeit dar, ein Nationalinteresse, das er definiert durch fremde Bedrohungen, ja, China, Mexiko und so weiter. Das heißt, die Nation, die US-Nation, ist ja ein politischer Fetisch. Ja, und Rosa Luxemburg hat vor ca. 100 Jahren davon gesprochen, dass der Nationalismus ein Nebelschleier ist, der aber einen geschichtlichen Inhalt und gesellschaftliche Verhältnisse ausblendet. Ja. Das heißt, so funktioniert irgendwie der Nationalismus als eine Art politischer Fetischismus. Und Rosa Luxemburgs Alternative dazu war eine andere Welt. Ja, war nicht der Nationalismus, sondern sie war Internationalistin. Und das ist ein sehr schönes Zitat dazu, das sie im Gefängnis geschrieben hat. Sie hat gesagt, ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause. Ich bin sozusagen nicht Teil einer Nation. Die ganze Welt, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt. Schlussfolgerungen. Ich denke, die Kritik der politischen Ökonomie ist ein sehr fruchtbarer empirischer und theoretischer Ansatz zur Analyse zeitgenössischer Kommunikationsphänomene. Es wird irgendwie viel über Horst Holzer gesprochen, der ja hier an der LMU war und irgendwie ein Opfer des Berufsverbotes war. Diese Berufsverbote sind nicht vorbei. Also der Fall Kerem Schamberger, der positiv ausgegangen ist, zeigt, dass es 2016 und 17 irgendwie, immer noch ähnliche Probleme gibt. Ich denke, was aber bei diesen Diskussionen oft vergessen wird, ist irgendwie, dass wir davon sagen, irgendwie, ja, Horst Holzer Berufsverbot und so weiter. Der Horst Holzer war aber auch ein kritischer Wissenschaftler und der hatte sehr interessante Dinge zu sagen. Zum Beispiel in diesem Buch Theorie des Fernsehens sagt er sehr interessante Dinge über die Grundlagen einer materialistischen Kommunikationstheorie, und darauf möchte ich abschließend ganz kurz eingehen, irgendwie, ja, weil es oft übersehen wird, dass diese Leute auch Bücher geschrieben haben, ja, wo was Interessantes drinnen steht, das heute noch relevant ist. Holzer sagt, Kommunikation hat eine doppelte gesellschaftskonstituierende Rolle, sie koordiniert die Produktion und ermöglicht Verständigung. Er spricht von einer Dialektik von Produktion und Kommunikation. Er sagt, dass die Menschen kommunizierend produzieren und produzierend kommunizieren. Ja? Das ist eine Dialektik, Kommunikation und Produktion. Er spricht vom Fetischcharakter der Waren als Basis der Ideologien des Kapitalismus und macht dabei wieder so eine Dialektik. Er sagt, die Warenform hat einen Kommunikativcharakter, die Warenform selbst verdinglicht und fetischiert einerseits, also das ist der Kommunikativcharakter der Waren, und andererseits spricht er vom wahren Charakter der Kommunikation. Also er geht davon aus, dass der Warenfetischismus einerseits ideologisch ist und zu das, was Lukács Verdinglichung genannt hat, dazu führt und zur Entfremdung. Das führt zu einer eigentlich
wir haben über das schon gesprochen, zu einer quantifizierenden Ideologie, dass alles quantifiziert werden muss irgendwie. Ja? Also auch, dass wir in der Wissenschaft quantifizieren, wie viele Zitierungen, wie viel Forschungsgeld, wie hoch ist der Impact-Faktor der Zeitschriften. Also es gibt in manchen Ländern irgendwie, wo es Tenure-Track gibt, bekommt man nur das positive Tenure-Review, wenn man 15 Artikel veröffentlicht hat, alle in Social Science Citations Index Journals mit sehr hohem Impact-Faktor. Ja? Aber diese quantifizierende Logik, ja, hat schon mit Kapitalismus irgendwie zu tun. Das ist nämlich die Akkumulationslogik. Ja? Und warum es diese Quantifizierung auch gibt im Kapitalismus, hat damit zu tun, dass man Dinge und Preise vermessen will und vermessen muss, um schlussendlich Waren zu verkaufen. Und im Neoliberalismus hat sozusagen die Quantifizierung und Kommodifizierung auf alles durchgeschlagen, inklusive der Wissenschaft. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, in der Geschichte des Kapitalismus, zum Beispiel die Geschichte der Zeitungen und so weiter, in dem 19. Jahrhundert waren Zeitungen sehr politisch, ja, waren aber nicht kommerziell ausgerichtet, aber dann ist es zur Kommodifizierung der Kommunikation auch gekommen, Werbung ist eingeführt worden und so weiter, und Habermas sagt ja, dadurch ist eigentlich die Öffentlichkeit dann zerstört worden. Holzer spricht auch, analysiert verschiedene Ideologien, darauf gehe ich jetzt nicht ein, und er betont, dass Gesellschaft ein gemachter und daher auch ein veränderbarer Sozialzusammenhang ist. Ja? Das heißt, er spricht sich dafür aus für eine Demokratisierung der Medien, was seiner Meinung nach auch eine Entkapitalisierung der Medien bedeuten sollte. Was kann man sich heute darunter konkret vorstellen? Das Internet ist ein relativ neues Kommunikationsmedium, ja, ist aber völlig kommerzialisiert irgendwie. Ja. Wir haben andererseits eine Tradition öffentlich-rechtlicher Medien und Alternativmedien. Was ist ein öffentlich-rechtliches Internet? Ja? Öffentlich-rechtliche Internetplattformen. Darüber hat man noch gar nicht nachgedacht, ist auch rechtlich in der Europäischen Union gar nicht möglich. Also Entkapitalisierung sollte irgendwie heißen, nach Ernst Bloch eine ganz konkrete Utopie. Wie kann man Räume der Kommunikation schaffen, die nicht auf der Kapitallogik basieren irgendwie? Als Keimformen, wenn die dann wachsen irgendwie, könnte eine nicht kommodifizierte und nicht kommerzielle Medienlandschaft und Gesellschaftslandschaft entstehen, als Teil einer alternativen Öffentlichkeit irgendwie. Ja, das beginnt mit kleinen Dingen, kann dann aber wachsen irgendwie, und was sozusagen das Ziel dann auch wäre, dass wir in einer, also es gibt so Museen des Kommunismus irgendwie, ja, aber dass wir irgendwann in einen Zustand kommen irgendwie, wenn wir über Kapitalismus sprechen irgendwie, dass wir dann sehen, ah, das war dieses System, vor 50 Jahren hat das irgendwie existiert, gehen wir in das Museum des Kapitalismus und sehen wir uns an, wie das damals war und wie es heute ist. Danke. Geht das auch? Du musst das da sofort ziehen. Okay. Danke, Christian. Jetzt darf ich gleich Renato Schenkel binden mit seiner Antwort. Ich muss meine Uhr hinlegen. 7 Minuten, ja. Ja, genau. Und ich muss Ihnen das... mal andersrum. Kann man zumachen. Wegmachen hier den Laptop, brauche ich nicht. Ja, Renatus Schenkel. Ich habe 15 Jahre jetzt Medienausbildung mit aufgebaut in Magdeburg. Journalismus, Medienmanagement. Davor war ich in der sogenannten Wirtschaft tätig, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsmanagement, davor Medienfachjournalist, die ganze Bandbreite. Und davor habe ich eben bei all diesen Leuten, die heute Morgen genannt wurden, studiert. Ja. Und ich habe dann Karriere in Anführungsstrich gemacht auf meine Stelle jetzt, nicht durch Marxismus, sondern weil ich halt in der Wirtschaft eben auch tätig war. Also insofern eine interessante Wolte. Was Christian Fuchs hier für Holzer darstellt, wer die Theorie des Fernsehens liest, wird feststellen, es ist ein wissenschaftliches Werk. Es greift immanent Probleme der Kommunikationswissenschaft auf und nutzt marxistische Positionen, um so ein Stück weiterzuführen. Und war damals ganz vorne, was jetzt inhaltliche Begründungszusammenhänge. Was ist aber passiert in der Zeitschrift Publizistik? Ja, er wurde verunglimpft von Eduard Schreiber, leider auch von später dann eben von Langbuch und anderen. Ja, er ist ja DKP-Mitglied und dann ist all das, was er schreibt, ist natürlich unwissenschaftlich, weil es muss ja ideologisch verbrämt sein. Ja? Also insofern, wenn man Dogmatismusvorwürfe macht, kann man die dem Marxismus machen, zu Recht, weil er auch
teilweise solche Tendenzen hat, aber dann muss man den Mainstream genauso machen. Ja? Das ist auch nichts anderes als Dogmatismus, wenn man wissenschaftliche Werke nicht zur Kenntnis nimmt. Ich beschränke mich jetzt nicht weiter auf Vergangenheit. Ja? Michael Mein hat eigentlich alles Notwendige gesagt. Und natürlich wäre, wenn Marxismus nur davon leben würde, dass er eine verfolgte Wissenschaft ist oder eine außerwissenschaftliche Tendenz, würde ich sagen, okay, auf den Müll. Ja, wir leben nicht von Vergangenheit. Aber ich meine, er hat viele kritischen Ansätze und Methodiken zu liefern. Ja, Christian Fuchs ist das beste Beispiel. Nehmen Sie die Makroökonomie, ja, die frühere Volkswirtschaftslehre oder politische Ökonomie ist ja Volkswirtschaftslehre. Ja. Also ich sage mal, wer hat von den Makroökonomen die Finanzmarktkrise vorher gesehen? Rede ich gar nicht. Wer kann sie erklären? Wer kann die Immobilienkrise erklären? Niemand, ja, wage ich zu behaupten. Selbst Nobelpreisträger haben Probleme. Insofern finde ich dann, dass marxische Ansätze, ja, monopoltheoretische Ansätze durchaus vielleicht geeignet sind, für Wertschöpfungsketten und Werttheorie sozusagen in Anspruch zu nehmen, zu sagen, vielleicht haben wir eine bessere Erklärung, vielleicht auch nicht. Ja, aber zu sagen, das ist alles nur Ideologie, finde ich ein bisschen dünn, wenn es denn behauptet wäre. Ich möchte ein paar Punkte heute nennen, nicht vergangenheitsbezogen, warum heute marxistische Ansätze noch trächtig sein können. Ja. Als ich studiert habe, war die Kommunikationswissenschaft insofern in einer problematischen Situation, ich glaube, sie ist es heute noch, dass Kommunikation ein Phänomen ist, das sehr vielschichtig ist und alle möglichen Gegenstände umfasst, sodass alle möglichen Wissenschaftsdisziplinen sich damit beschäftigen. Ja, naturwissenschaftliche, biologische, ökologische, juristische und so weiter und so fort. Und was hat die Kommunikationswissenschaft gemacht? Und ich finde, es ist leider bis heute ein Problem. Sie hat versucht, Anleihen aus diesen jeweiligen Branchen zu nehmen. Ja, sie hat sich aus der Psychologie bedient, sie hat sich aus der Anthropologie bedient, sie hat sich aus der eben BWL-Volkswirtschaft bedient und so weiter und so fort. Das Problem dabei war, dass dort in diesen Wissenschaften natürlich auch kritische Diskussionen geführt wurden. Ich beschränke mich jetzt auf die Psychologie, ja, weil ich da sagen, ein bisschen das ergänzen kann, weil das hier jetzt sozusagen mehr das gesellschaftspolitische Element betont wurde. Ja. Und die kritischen Diskussionen dieser Wissenschaftszweige wurden aber nicht in die Kommunikationswissenschaft übernommen. Ja. Also am Beispiel der Psychologie. Ja, in der Psychologie gab es eine sehr starke Dominanz damals des Stimulus-Response-Modells. Wurde dann abgelöst durch die kognitivistische Psychologie. Aber sie ist nach wie vor stark. Ja. Also die ganze Quotenregelung, Geschichten, ja, wie Quoten zusammenkommen, das ist im Grunde immer noch so eine Resonanz dieser Stimulus-Response-Theorie. Ja. Da gab es und gibt es in der Psychologie kritische Diskussionen. Es gab in der Soziologie kritische Diskussionen. Ich erinnere an George Herbert Mead, ja, symbolischer Aktionismus. Die stellen genau dieses variable Modell in Frage. Also diese Form des Empirismus, die letzten Endes dort fußt. Das heißt, das wurde aber sozusagen in die Kommunikationswissenschaft übernommen und ich finde bis heute auch nicht sozusagen adäquat behandelt. In der Psychologie gab es eben dann eine Gegenbewegung. Kritische Psychologen, kleingeschrieben, aber eben auch, und in dieser Situation verstehe ich mich auch mit, ja, eine kritische Psychologie großgeschrieben, Klaus Holzkamp, Ute Osterkamp, viele andere, die gesagt haben, man muss die Psychologie sozusagen aufrollen, kritisch aufrollen. Warum? Eine individuumszentrierte Wissenschaft, die das Individuum gar nicht zum Gegenstand hat, vorhin hieß es ja eine Wissenschaft ohne ihren Gegenstand. Ja? Das war in der Psychologie und es ist zum Teil auch noch so. Ja? Das Psychische kommt oder kam damals in der Psychologie nicht vor. Daran hat sich die kritische Psychologie aufgehängt und hat eine Gegenmethodik entwickelt, zu sagen, man muss eigentlich Individualwissenschaft eben sozusagen auch auf das Psychische beziehen. Ja? Ich habe diese Position mit versucht in die Kommunikationswissenschaft mit reinzunehmen. Ja. Dadurch sind dann bestimmte Positionen entstanden, zu sagen, okay, wenn wir schon Individuumswissenschaft betreiben und in der Medienwissenschaft und Kommunikation erklären machen, warum hocken die Menschen vorm Fernseher, ja, sind sie süchtig oder nicht süchtig, dann muss man eigentlich diese psychologischen, interpsychologischen Diskussionen mit reinnehmen. Ist meines Erachtens bis heute nicht geschehen. Und warum sage ich kritische Psychologie? Weil sie nämlich explizit aus marxistischen Quellen schöpft, ja? Weil sie sich auch als marxistische Wissenschaft begreift, ja? Und insofern auch respektiert ist von dem anderen Mainstream-Psychologen. Es ist ja nicht so, dass die dann außerwissenschaftlich denunziert werden, sondern sie sind als Zweig und als ein kontroverser und kämpferischer Zweig. Und insofern finde ich, hat eine marxistische Kommunikationswissenschaft als eine Strömung, wohlgemerkt, ja, nicht mit dem Absolutheitsanspruch. Und ich freue mich, Kollege Neuberger, wenn wir in der DG Puck mal diese Diskussion wirklich führen würden. Ja, Herr Böttger hat das vor Jahren mal vorgeschlagen, nie was daraus geworden. Ich bin bereit, Manfred Knoche ist sicher auch mit Freuden bereit. Also das können wir sagen mal aufrollen.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt marxistische Zugangsweisen, die auch Kommunikationsphänomene besser erklären. Und zu den Defiziten, der Marxismus hat natürlich Defizite, indem wer die Feuerbach-Thesen schon mal gelesen hat oder kennt, ja, da gibt es dann dieses berühmte Zitat, der Mensch ist das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Ja. Wurde fehlinterpretiert, auch im Marxismus zu sagen, ach so, ja, die objektiven Verhältnisse sind so, die Menschen können gar nicht anders handeln, ist ein großes Missverständnis. Auch im Kapitalband 1 schreibt Marx explizit, ich behandle die Menschen nur insofern, als sie eine Rolle im kapitalistischen Verwertungsprozess ist. Als Charaktermaske, das hat er da negativ gemeint. Ja. Ich behandle Menschen nicht als Individuen. Also, keine individuelle Wissenschaft. Und ich sage mal, Subjektwissenschaft jetzt im Sinne von der griechischen Psychologie, die ich zitiert habe, ja, das ist eine Chance, auch sozusagen bestimmte Prozesse zu erklären, wie gesellschaftliche Verhältnisse wirken, wie man aber sozusagen auch Zugang finden kann, dass Menschen ja nicht nur Opfer dieser Verhältnisse sind, sondern sie verändern sich ja. Die Verhältnisse, revolutionäre Entwicklungen, alles, was genannt wurde, sind ja einzelne individuelle Menschen, die es machen. Aber wie kommt das zusammen? Ja? Und ich glaube, da ist ein objektives Vermittlungsproblem, aber doch kategorial. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es marxistische Analyseinstrumente gibt, die durchaus noch brauchbar sind. Soweit mal.